Immer noch Season 1? Oder wir sind einfach immer noch in der Season 1. Oh nein, ist Schwarzwochen und direkt zu Beginn des Videos. Der Battle Pass endet in 7 Tagen. Das muss man sich mal vorstellen. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer erneuten Folge. It's a fine baby. Wir sind zurück, tatsächlich, nach gefühlter Ewigkeit. Ich dachte mir, was soll ich denn jetzt spielen? Bis zum Black Ops 6 Release. Und da kam natürlich direkt mein Lieblingsspiel. Ey, es klingt so, als würde ich das Spiel... Oh, Bruder, das, man kann da auch lang. Ich will das Spiel jetzt auch nicht komplett totbashen, bevor wir jetzt hier anfangen, ne? Meine Worte waren damals, ein unfassbar gutes Spiel wird ruiniert, weil sich nicht gekümmert wird um das Spiel hinter dem Spiel. Was ich damit meine, dass alles sich unfassbar geil anfühlt. Das Spiel an sich macht Spaß, ey, wenn ihr das hier seht. Und Call of Duty-Fans seid, hab mich geknallt, beziehungsweise eine Hassliebe mit Call of Duty führt, dann kann man ja eigentlich nicht sagen, dass es unsatisfying aussieht, wie ich hier gerade mal so ein paar Noobs... Das ist ja wirklich komplette Noob-Lobby. Wir wissen, X the Find ist ein Shooter von Ubisoft, der kostenlos ist und kein Skill-Based Matchmaking hat, was ihn so besonders macht. Denn jedes Spiel in der aktuellen Zeit hat Skill-Based Matchmaking. Und deshalb habe ich dem Spiel alle möglichen Daumen gedrückt. Ich habe so gehofft, ja wahrscheinlich. Ich habe gehofft, dass das Spiel langfristig erfolgreich ist, weil das natürlich auch ein Zeichen für die Gaming-Industrie wäre. Oh, das ist wirklich, wirklich eine Knossi-Lobby. Oh, dass Spiele heute noch erfolgreich sein können, ohne dass man die Noobs speziell schützt durch ein Skill-Based Matchmaking. Was ja auch nicht bedeutet, dass jetzt man die ganze Zeit gegen Noobs spielt, denn wer X the Find zum Release gespielt hat, weiß, dass sich das Spiel absolut verschwitzt angefühlt hat. Aber trotzdem gab es halt diesen Zufalls... Ich hab überhaupt kein Aim. Trotzdem gab es diesen Zufallsfaktor, dass man auch mal eine schlechte Lobby hatte, so wie jetzt auch nach Release, wo nicht mehr so viele Spiele am Start sind, dass man hier absolut Noobs auch mal finden kann. Und ich bin mir auch ganz sicher, dass der Misserfolg dieses Spiels nicht an dem nicht vorhandenen Skill-Based Matchmaking liegt, ist. Ich weiß nicht mehr, wie ich den Satz angefangen habe. Manchmal gehen die Sätze so lange. Aber das ist ja die große Sorge von den ganzen Entwickler-Teams. Secondary. Oh, Baby! Weshalb es Skill-Based Matchmaking gibt. Man hat Angst. Neue Spieler, die zum Spiel kommen, kriegen auf die Fresse von guten Spielern, weil sie nicht geschützt werden. Scheiße, leck mich am Arsch. Und deshalb hören sie auf, das Spiel zu spielen. Und irgendwann sind nur noch Schwitzer am Start und keiner spielt mehr das Spiel, weil die Skill-Gap zu groß ist. Dieses Spiel ist aber definitiv daran gescheitert, dass es einfach zu langweilig ist. Das haben mir auch die Leute in den Kommentaren damals nie geglaubt und haben mal gesagt, John, so war das doch früher auch nicht. Zu Black Ops 2, da haben wir kein einziges Update oder irgendwie mal nach 6 Monaten ein Update bekommen. Aber wie oft soll ich noch sagen, dass sich die Gaming-Welt auch verändert hat und dass im Jahre 2024 das nicht mehr reicht. Es reicht nicht mehr einfach nur ein Spiel rauszubringen und dann gibt es eine Season 1 und diese Season geht 2 Monate. 2 gottlose Monate. Das funktioniert nicht. Es gibt 1000 andere Spiele, es gibt tausende Konkurrenz in der Unterhaltungsbranche, in der wir uns ja hier auch befinden. Und wenn es dann keinen Anreiz gibt, keine Langzeitmotivation, keine krassen Nuke-Streaks, irgendwelche Tarnungen, beziehungsweise Prestige-Modi, irgendwelche Anreize einem das Spiel liefert, dann stirbt das Spiel aus. Und was ist passiert? X the Find ist vor die Hunde gegangen. Komplett vor die Hunde gegangen. Oh, ja, ja, das ist doch der Johnny Rage. Psch. Warte mal, ganz kurz. Gibt es nicht sogar Waffenlevel 400 oder so ein Scheiß? Und man kann irgendwie mit jedem 100er Waffenlevel eine neue Tarnung freischalten? Also Level 100, Bronze, Level 200 Silber, Level 300 Gold und Level 400, hast du nicht gesehen? Ich glaube, irgendwie sowas Absurdes ist es. Ich glaube, eine Waffe zu Max Leveln bzw. die Tarnungen freizuschalten, ist so unfassbar unsatisfying, so unglaublich unbelohnt. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe. Also, das macht mich wirklich aggressiv, weil ich habe mir so sehr gewünscht, dass Call of Duty die richtige Konkurrenz kriegt. Und es macht mich so sauer, dass sie das nicht checken, dass nicht verstanden wird, worum es im heutigen Gaming drauf ankommt. Ich verstehe nicht, wieso Spiele, ein Spiel, sich nicht belohnend anfühlt. Wie kann denn ein Spiel keine richtige Belohnung haben? Das ist doch das, was, wieso man ein Spiel spielt. Man spielt ja ein Spiel, um für gute Leistung belohnt zu werden. Hier gibt es keine hohen Streaks. Hier gibt es keine Nuke. Hier gibt es keine speziellen Dinge, die man irgendwie schaffen möchte. Man spielt
jede Runde und sie ist in jeder Runde gleich. Es gibt überhaupt gar keinen Anreiz, hier die Runde zu gewinnen. Es geht mir am Arsch vorbei. Aber ja, so ist es. Und die Spielerzahlen sind gefallen. Und die Spielerzahlen sind so richtig gefallen. Zum Vergleich, das Spiel hatte in den ersten 2,5 Stunden 1 Million unterschiedliche Spieler. 1 Million Leute haben das Spiel gespielt in den ersten 2,5 Stunden zum Release. Und nach der ersten Woche waren es sogar 8 Millionen Spieler. 8 Millionen Spieler, 8 Millionen Leute, die dieses Spiel gespielt haben in der ersten Woche, was absolut geizkrank ist. Ubisoft-Rekord. Sie hätten nicht glücklicher sein können. Man hat ja gedacht, okay, die haben den Hype sich verspielt, weil sie so lange gebraucht haben, um das Spiel auf den Markt zu bringen. Aber nein, selbst mit diesem komplett verkackten Release-Hype waren es trotzdem 8 Millionen Spieler in einer Woche. Jetzt sollen es aktuell teilweise nicht mal mehr 20.000 gleichzeitige Spieler sein. Natürlich, bei 8 Millionen Spielern sind jetzt nicht alle 8 Millionen gleichzeitig online, denn es gibt unterschiedliche Zeitzonen, unterschiedliche Zeiten, wann die Leute online sind. Aber ja, ich sag mal so, zu den Heydays von Call of Duty waren wir so bei 1 Million Spieler, 2 Millionen maximal gleichzeitig. Das war schon extrem krass. Das Spiel kann keine 20.000 halten. Und das auf allen Plattformen zusammen, obwohl das Spiel kostenlos ist, obwohl gerade kein anderes Spiel im Hype ist, wo alle Leute ihre Zeit verbringen, wie irgendwie ein neues GTA oder ein neuer Call of Duty Teil oder so ein Hype wie Fortnite. Nein, es gibt kein Spiel, welches interessant ist. Das Spiel XDefiant ist jetzt auch noch nicht 3 Jahre auf dem Markt. Und trotzdem haben die Entwickler es nicht geschafft, die Leute länger am Ball zu halten als... ja, wir sind noch Season 1! Season 1! Und jetzt hat das... Oh Gott, er ist schon gestorben. Hilfe, da war einer. Ah, snipe mich nicht. Was ist halt trotzdem lecker, ne? Ich sag so, wie es ist. Es sind absolut angenehme Lobbys gerade. Und es macht mir gerade sehr viel Spaß, hier die Kills zu holen. Also, das Ubisoft Headquarter soll intern beschlossen haben, dass wenn das Spiel bis zu Season 3 nicht an Spielerzahlen gewonnen hat, nicht ordentlich zugelegt hat, soll das Spiel den Post-Launch-Content verlieren. Mit anderen Worten, da wird das Spiel offiziell keinen Support mehr, keine neuen Updates bekommen und stirbt dann erst recht aus. Es stirbt ja jetzt schon, weil es keinen Post-Launch-Content kriegt. Aber sie kündigen an, dass es dann gar keinen mehr gibt. Ich habe auch schon damals gesagt, dass alle 2 Monate eine Season, die dann eine neue Map, eine neue Fraktion und irgendwie 2 neue Waffen bringt, dass das zu wenig ist, dass 8 Wochen zu lange sind. Das ist zu wenig in der heutigen Zeit. Und es liegt jetzt tatsächlich sehr an Ubisoft. Diese Spielerzahlen, oh mein Gott. Ach du Scheiße, kurz mal Leben ballern. Diese Spielerzahlen schleunigst zu boosten, denn sonst war es das leider mit XDefiant. Und ich würde das wirklich scheiße finden, auch wenn ich jetzt hier so rüberkomme als COD-Fanboy, der das Spiel hier trash-talkt und Leute werden sauer sein, dass ich so über ihr Lieblingsspiel rede, weil es gibt sicherlich auch noch eine Person da draußen, die sagt, XDefiant ist mein Lieblingsspiel. Aber ich finde es wirklich schade. Ich habe nie ein Placement oder irgendwas für XDefiant bekommen. Und habe trotzdem zum Release absolut viele Videos hochgeladen und auch zu den Alphas und Betas und immer wieder Informationsvideos. Also mir lag wirklich einiges daran, dass das Spiel den verdienten Erfolg kriegt, weil es der gesamten Shooter-Gaming-Call-of-Duty-Szene auch wirklich gut getan hätte. Aber leider ist es wieder nur ein Versuch gewesen. Es ist ein sehr guter Versuch, ein wirklich sehr guter Versuch. Aber wir können hier nicht über einen langfristigen Erfolg sprechen. Sehr, sehr, sehr schade. Leute, schreibt mir unbedingt auch eure Meinung natürlich in die Kommentare. Es geht komplett gerade ab, ne? Stell dir mal vor, wenn man jetzt wenigstens mal... Oh je, ich habe keine Heilung, oh nein. Wenn man jetzt wenigstens mal die Chance hätte, hier auf den Nuke zu spielen, wie viel mehr Intention... Was? Wie viel mehr Spannung, wie viel mehr Nervenkitzel das bringen würde. Ich bin ja der Meinung, heutzutage brauchst du mindestens ein genauso großes Team, welches sich neben dem technischen und neben dem eigentlichen Spiel sich darum kümmert, dass man so wirklich an einer Langzeitfreude gearbeitet wird. Mal sich wirklich Gedanken gemacht wird, was interessiert die Leute, was macht andere Spiele so erfolgreich und wie kann man das in unser Spiel integrieren. Und ich bin mir sicher, wenn da ein Team kreativer Leute sich Tag und Nacht hinsetzen, dass sie da eigentlich auf coole Sachen kommen müssen. Auch Gesellschaftsspiele gibt es ja immer wieder neue Spiele, neue Spielprinzipien, neue Leute, die kreativ sich Gedanken machen. Und das ist einfach nur ein Shooter. Und dafür ist das sehr gut. Aber wir sehen es an den Spielerzahlen, das reicht heute nicht mehr. Es gibt jetzt auch einen Plan, um das Spiel wieder zu beleben. Es gibt einige Sachen, die angesprochen wurden. Ein Prestige-Modus soll kommen.
Brillant, haben wir schon, haben wir noch nie gesehen. Ich habe richtig Bock, jetzt 1000 Level zu leveln für nichts. Aber vielleicht wird ja der Prestige-Modus gut. Ich bezweifle es. Es soll eine eigene Spielwährung kommen. Es soll Daily Login Rewards kommen. Prost Mahlzeit hier. Guck mal, oh, warte mal ganz kurz hier. Guck mal, den Skin hier. Den Thunderbolt-Skin als Tageslogin. Stell ich mir knackig vor. Da komme ich auf jeden Fall online. Und Challenges sollen kommen. Also sowas wie hier. 10 Kills mit Scharfschützengewehren für 5000 XP für ein Level, welches mir am Arsch vorbeigeht. Und außerdem ist es keine Challenge. Es ist einfach nur lästig. Jetzt packe ich die Sniper aus, mache 10 Kills. Aber das wäre ja mal wenigstens ein Anfang. Das ist der aktuelle Stand zu XDefiant. Ich würde viel, viel mehr Videos bringen, wenn mir das Spiel wirklich Spaß machen würde. Es macht mir aber nur für 3 Runden Spaß. Danach fühle ich mich wirklich krankhaft gelangweilt. Krankhaft. Ich werde auch diese Runde nicht mehr spielen. Ich mache Schluss für heute. Aber bis Black Ops 6 sind jetzt noch 5-6 Wochen. Und ich will Videos hier machen auf diesem wunderbaren YouTube-Kanal. Falls ihr Ideen habt, Anregungen habt, was ich bis dann noch alles machen kann, wünsche, lasst mir das gerne in den Kommentaren wissen. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Wünsche euch jetzt erstmal noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir auch immer in die Kommentare. Haut rein. Ciao. Ciao. Ciao.